Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Plants vs. Zombies Battle for Neighborville. Und ja, heute spielen wir mal als Drachenmäulchen. Und das Ding ist ja auch, man muss hier gar nicht nachladen. Also man muss einfach, wenn der Kreis da voll ist, dann muss man halt mal kurz warten. Und dann kann man wieder schießen. Aber ja, ich habe mit dem schon mal privat eine Multiplayer-Runde gespielt. Und ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich gut. So, als erstes müssen wir den Park verteidigen. Von wo kommen die Zombies eigentlich? Ah, ich glaube, da sind schon welche. Achso, der ist tot, okay. So, dann gehen wir mal zum Park. Sind da schon irgendwo welche? Warte, wir könnten eine Pflanze ziehen. So eine MG-Erbse. Aber wo sind die Zombies? Die müssen doch von irgendwo kommen. Oh shit, da ist schon einer. Komm schon. Oh was, wir hatten ihn doch fast. Boah, das war wieder mal mega knapp. Aber wir werden wiederbelebt. Ja, vielen Dank. Okay, dann den Wicht aber auch noch getötet. Ja, das war halt schon wieder so knapp. Oh, das ist ein All-Star. Ne, den werden wir nicht holen, oder? Okay, wir haben ihn. Den will ich auch noch gerne töten. So. Der Fliegengitter-Zombie. Sind hier auch welche? Ah, das ist ein All-Star. Komm schon. Ja, sehr gut. Oh nein. Oh, das ist jetzt blöd. Ja, jetzt sind wir tot. Nein, ist aber eigentlich nicht so schlimm. Wir haben gerade 2 Kills bekommen. Oh nein, die Zombies haben den Park erobert. Ja, schade. Verteidige das Unutaku. Warte, wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay, dort nach hinten. Was haben wir eigentlich nochmal für Angriffe? Ah ja, stimmt, den hier. Ah ja, dann das hier und... Ah, okay, okay. Oh nein, der Holster. Oh Mann, der hat uns wieder weggeholt. Ich habe halt gerade noch die Fähigkeiten ausgetestet. Okay, wir sind aber, glaube ich, eh gleich da. Oh nein, bekommen wir die noch? Ja, wir haben sie. Okay, also einen Kill haben wir. So. Oh nein. Okay, der eine hat uns jetzt weggeholt. Komm schon, wir müssen das verteidigen. Oh, die Zombies erobern hat er wirklich alles. Oh was, wir sind nur zu zweit in der Lobby? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Deshalb sind wir so schlecht. Oh Mann, ey, Alter. Ey, das ist aber eine Scheißrunde. Ich meine, warum sind wir zu zweit in der Lobby und da sind, ja, in dem Zombie-Team sind halt 4 Leute. Aber sind es auch nicht wirklich viele. Zocken das gerade so wenige Leute oder was? Oh, jetzt müssen wir schon das Museum verteidigen und die Runde ist auch gleich wieder aus. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, warum sind wir zu zweit? Ja, wir werden auf jeden Fall verlieren. Okay, das ist ein Eimer-Zombie. Den haben wir schon mal. Oh nein. Komm schon. Ja, den haben wir.
Es joint doch niemand nach. Oh nein. Okay, die haben wir auch. Also ein paar Kills bekommen wir tatsächlich. Oh, wiederbeleben. Oh nein, da kommen sie alle. Oh shit, ich muss hier weg. Und ich bin tot. Oh, komm schon. Ja, ich habe 6 Kills, der andere 10. Oh nein, die Zombies nehmen da schon wieder richtig schnell ein. Oh, da kann ich halt wirklich gar nichts machen. Ich meine, ganz alleine. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Oh Mann, was ist denn das für eine Runde? Ja, und das haben sie auch wieder erobert. Und da, jetzt sind wir schon beim letzten Ziel, oder? Ah, nee. Ja, doch. Verteidige die Ü-Wagen. Die Ü-Wegen. So, jetzt müssen wir noch die Ü-Wagen verteidigen und das war's dann auch schon wieder mit der Runde. Och man, das nervt mich aber gerade so ein bisschen. Ich meine, warum sind so wenige Leute hier? Das habe ich auch privat schon mal erlebt. Ich hab eine Runde gezockt und da waren einfach fast keine Leute. Aber ich verstehe nicht, warum. Oh man, jetzt bin ich schon wieder tot. Na okay, wir gehen mal zu C. Warte, wir stellen hier mal eine Pflanze auf. So, eine Erbsenkanone. Oh nein. Komm schon, können wir die holen? Komm schon, wir haben sie doch fast. Oh, jetzt ist der hier, der Fußsoldat. Nein, oh shit. Oh ja, sehr gut. Das ist der Wicht. Oh Mann. Oh, die hatten wir auch fast. Na egal. Ja, aber ich muss sagen, die Runde macht trotzdem so ein bisschen Spaß. Und dann haben wir schon wieder die zwei Ü-Wagen da verteilt, also erobert. Und den dritten bekommen sie wahrscheinlich auch wieder gleich. Okay, mein Mate ist auch da. So, die haben wir. Ach so, okay. Komm schon. Ja, so, den haben wir. Wiederbeleben. Ja, gleich haben wir ihn. So. So, die holen wir noch schnell. Sehr gut. Oh, das ist wieder der Wicht. Okay, den haben wir auch. Oh, der Fußsoldat. Okay, war eine Unterstützung. Okay, die ist auch wieder da. Nein, oh Mann. Komm schon, ich will die noch bekommen. Boah, shit, hinter uns. Oh, das ist der All-Star. Oh, shit. Nein, bitte nicht. So, wir haben ihn gleich. Ja, sehr gut. Ich schätze mal, die anderen kommen auch gleich. Boah, die ist auch schon hier. Komm schon. Ja, sehr gut. Wir haben die bekommen. Und wir haben Level 7 erreicht. Oh shit. Oh nein. Komm schon, wir müssen B wieder einnehmen. Oh, oh nein. Der Fußsoldat wird uns, glaube ich, töten. Oder der Wicht. Nein, oh komm schon.
Ja, na toll, die Zombies haben halt wirklich alles erobert. Ja, okay, Leute, also ich muss eigentlich sagen, die Runde hat, auch wenn wir nur zu zweit bei den Pflanzen waren, also die Runde hat halt irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Und ja, wir haben auch ein paar Kills geholt und so. Aber ja, Leute, ja, dann würde ich sagen, das war's halt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.